Guten Morgen aus Matsushima. Wir sind heute von Sendai aus ein bisschen in den Norden gefahren und schauen uns jetzt hier ein paar Naturorte an, beziehungsweise hatten wir das vor, aber es regnet, deswegen gehen wir jetzt erstmal in ein samurai-artiges Museum oder so. Wir schauen einfach mal, was es dort gibt. Wir sind jetzt hier in einem Raum, wo ganz viele berühmte Japaner als Figuren sozusagen nachgebaut sind und dann über die überall immer ein bisschen was geschrieben ist, wie ihr hier vielleicht seht. Und wir haben aber auch so ein Heft bekommen, wo alles dann nochmal in Kurzform in Englisch draufsteht, aber auf den japanischen Sachen steht halt schon echt nochmal viel mehr drauf. Das habe ich mir halt von meinen Freunden dann erzählen lassen, aber es ist halt schon krass, weil hier so Dichter und aber auch Leute wie der erste Japaner, der am Nordpol war, oder auch jemand, der das erste japanische Wörterbuch geschrieben hat und sowas. Also es ist schon echt interessant, muss ich sagen. Wir sind jetzt in einem Bereich, wo Schritt für Schritt die Geschichte von Masamune Date erzählt wird. Und das war hier in Sendai früher der größere Herrscher sozusagen. Genauso wie das bei uns in Kofu der Takeda Shingen war. Und ja, das ist echt krass, wie die das hier gemacht haben mit diesen ganzen Puppen, alle Szenen dargestellt. Und dann wird immer was dazu erzählt, zwar auf Japanisch, aber es gibt auch immer eine kleine englische Übersetzung dazu, die man sich dann durchlesen kann. Also es ist schon echt ganz gut gemacht. Wobei es teilweise auch ein bisschen beängstigend aussehen kann, wenn so viele Puppen auf einmal einen anstarren. Wir sind jetzt hier auf der Fula-Insel und schauen uns ein bisschen die Natur an. Nachdem wir uns auf dieser Insel und dann in Matsushima allgemein noch ein bisschen umgeschaut haben, sind wir jetzt wieder zurück in Sendai am Bahnhof. Haben uns jetzt eben noch ein bisschen umgeschaut und die Japaner haben Omiyage gekauft für Familie, Freunde und wem man sonst halt noch so Omiyage gibt, vor allen Dingen auch als Student. Und eine der Spezialitäten, was Essen angeht in Sendai, ist Gyutang, was sozusagen die Zunge einer Kuh ist. Und das werden wir jetzt gleich essen gehen und ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das wirklich essen will, aber muss man mal mitnehmen, so nach dem Motto. Hi. Es ist jetzt ungefähr eine Woche später und ich sitze jetzt gerade beim Bearbeiten des Videos und dabei ist mir aufgefallen, dass ich das Video gar nicht beendet habe und deswegen jetzt noch mal ein paar Schlussworte. Und zwar erstmal zu dieser Rinderzunge. Ich muss sagen, das Ganze war gar nicht so spektakulär. Ich bin zwar kein Rindfleisch-Fan, aber für Rindfleisch hat es dann am Ende echt richtig gut geschmeckt. Es war halt wie sehr fettarmes Rindfleisch und das war eigentlich echt lecker. Und danach hatten wir noch so 2 Stunden Zeit, bevor unser Nachtbus dann zurück nach Tokio gegangen ist und da sind wir noch so 1,5 Stunden zum Karaoke gegangen, einfach um die Zeit schneller rumzubekommen. Und dann ging es halt, wie gesagt, in den Nachtbus und dann kamen wir irgendwann frühs um 7 oder so in Tokio an. Um 8 ging unser Bus dann weiter nach Kofu, das heißt gegen um 10
war ich hier am Bahnhof, vielleicht 10:30 oder so zu Hause. Und danach bin ich dann auch erstmal mehr oder weniger schlafen gegangen und habe es dann voll vergessen, das Video zu beenden. Deswegen mache ich das jetzt eine Woche später. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und kleiner Tipp, das nächste Video wird zu 90% ein Matsuri-Video. Da freue ich mich schon sehr drauf.